Thema Aktivkohle, das ist eine Sache, die einen trauen sich dran, die anderen sagen, ha, ich setze nur vorübergehend ein. Ähm, kann man machen, wie will man. Grundsätzlich ist es so, dass Aktivkohle uns beim Rausfiltern von Giftstoffen, ähm, von Trübstoffen oder Gelbstoffen im Meerwasser definitiv hilft. Und ich setze grundsätzlich dauerhaft äh, Kohle ein. Hat den Hintergrund, ihr kennt mein Becken, ich habe ein Mischbecken, da sind SPS drin, da sind LPS drin, da sind Weichkorallen drin in Form von äh, Xenien und ähnlichen. Ähm, da sind Hornkorallen drin und und und. Und dieses ganze Wirrwarr, Anemonen nicht zu vergessen, genau, ähm, dieses ganze Wirrwarr von Korallen lässt sich eigentlich nur untereinander halten wenn man auch die verschiedenen nesselgifte die diese korallen halt rausgeben ähm, bzw. produzieren um sich natürlich selber einen lebensraum zu schaffen aus dem wasser in irgendeiner form herausholt das lässt sich einerseits natürlich mit ozon machen und andererseits mit aktivkohle. ich setze beides ein weil beides in kombinatorik äh, dementsprechend die höchste, ja, ich mal, den höchst, höchsten wirkungsgrad hat gerade in bezug auf die nesselgifte. So, jetzt ist die Aktivkohle, die ich bisher benutzt habe, eine ganz normale 0815 Kohle gewesen, die man bei einem gewissen äh, Versandhaus bestellen kann, war auch nicht allzu teuer. Und ähm, ja, grundsätzlich habe ich mit der Aktivkohle immer das Problem, wie sehe ich, dass sie verbraucht ist. Man kann im Prinzip nur hingehen und ähm, sich an die Händlerangaben halten, beziehungsweise Herstellerangaben. Die da, die da heißt, wenn man kurzfristig Aktivkohle einsetzt, dann in einer Menge zwischen 50 und 100 Gramm pro 100 Liter und dann maximal 4-5 Tage beim kurzfristigen Einsatz. Wenn ich jetzt aber hingehe und die Kohle, so wie ich das mache, dauerhaft einsetze, um dauerhaft Nesselgifte aus dem Wasser zu ziehen, muss man auch schon wieder einige Dinge beachten. Einmal die Menge. In der Regel sagt man... 1 bis 2 Gramm pro 100 Liter. Dann kann man die auch als Dauereinsatz ähm, verwenden. Und ähm, zum anderen muss man natürlich, wenn man Kohle einsetzt, ob jetzt kurzfristig oder im Dauereinsatz, ist grundsätzlich darauf zu achten, dass entsprechende Spurenelemente natürlich aus dem Wasser herausgezogen werden. Das ist ein Grundsatz bei der Kohle. Ganz extrem, also ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, was alles rausgezogen wird, aber ganz extrem ist es definitiv beim Jod, was sowieso schon flüchtig ist. Das heißt, wenn ich dementsprechend Kohle einsetze, muss ich auch gucken, dass ich meine Jodzufuhr dementsprechend erhöhe. Ich glaube, weiß es aber nicht hundertprozentig, Flur wird auch, äh, glaube ich, mit aufgenommen, weil das ist auch eine Sache, die bei mir extrem verbraucht wird. <laughs> Entschuldigung. Und ich werde jetzt mal hingehen. Ich habe ähm, mit Aquamedic äh, Kontakt aufgenommen und wollte jetzt mal, ich sage es mal ganz doof, den Unterschied zwischen einer normalen Kohle, die ich bisher benutzt habe, und... Der Carbolite Kohle, also hier diese 4 mm, jetzt muss ich das mal eben ein bisschen platzieren, damit es nicht umfällt. Hoffentlich hält es, wenn es gleich umfällt, haben wir was zu lachen. Ähm, da möchte ich jetzt mal den Unterschied im Prinzip sehen, die werde ich jetzt in nächster Zeit mal einsetzen. Ist im Prinzip äh, eine Kohle, die für kurzen Einsatz genauso wie für den Dauereinsatz geeignet ist. Und... Ähm, Erkennt man meistens daran, dass die A kein Phosphat abgibt und äh, dass die pH-neutral ist, also sich nicht auf den pH selber ähm, auswirkt. Die werde ich jetzt mal testen bzw. mal schauen, was der Unterschied ist. Ich habe bei mir, um die Kohle einzusetzen, habe ich einen Fließfilter, der mit zwei Kammern ausgestattet ist. Das ist hier von, von NIOS ist der. Achtung, Werbung. Nein, keine Werbung, den habe ich mir gekauft. Ähm, das ist ein NIOS Talk. Das ist der, äh, diese blende ich euch mit ein. Ähm, ähm, dieser Filter hat den Vorteil, äh, dass ich die Durchflussgeschwindigkeit anhand, ich sage mal, je nachdem, wie ich es brauche, einstellen kann am Gehäuse. Das heißt, wenn ich ein Filtermedium habe, was nicht so stark durchströmt werden soll dann kann ich das dementsprechend an diesem Gehäuse wunderbar einstellen. Ist eine richtig klasse Sache, lässt sich natürlich mit anderen Filtern über einen entsprechenden Hahn einstellen, weil die Pumpe unten ist nicht regelbar, sondern ich mache im Prinzip die Öffnung weiter oder kleiner. Ist ähnlich aufgebaut, sage ich jetzt mal, um die Durchflussgeschwindigkeit zu regulieren oder die Möglichkeit, die Durchflussgeschwindigkeit zu regulieren, haben wir ja auch bei den Aquamedic-Reaktoren. Hier ist es, ich sage jetzt mal, etwas größer aufgebaut. Das ist halt die Großversion, weil ich halt zwei verschiedene Medien gleichzeitig einsetze. Und bei der Kohle bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe sie bisher noch nicht eingesetzt von Aquamedic und ähm, werde sie einsetzen, werde dann dementsprechend auch in den Tagebüchern darüber berichten. Und dann schauen wir mal weiter, was das tatsächlich für ein Unterschied ist. Wie gesagt, ich setze sie dauerhaft ein über längere Zeit in Verbindung mit Ozon und mal gucken, ob der Effekt schneller eintritt oder nicht. Was wir bei der Kohle auch dementsprechend wissen sollten, ist, was ich eben auch schon gesagt habe, sie holt uns natürlich auch eine, einen Teil oder einen Großteil der Gelbstoffe aus dem Wasser, die natürlich auch, je mehr wir davon haben, ein Problem sind für unsere Korallen. Weil je gelber das Wasser ist, desto mehr wird das Licht gedimmt, sage ich jetzt mal, oder desto weniger Licht kommt unten an. Ähm, nicht nur, dass es, äh, ich sag mal, im Becken den Korallen schlechter geht, weil sie weniger Licht bekommen durch dieses gelbe Wasser, sondern, ähm, kommen wir dann gleich zu, es beeinträchtigt zum Teil auch die UVC. Aber wenn ich jetzt hingehe und Kohle einsetze und ich habe, ich muss mal gucken, ob ich irgendwo noch. Ähm, entsprechend gelbes Wasser mal herkriege, damit ihr euch das mal einblende. Am besten seht ihr das, wenn ihr euch einen weißen Eimer oder ein weißes, ein weißes Behältnis nehmt, einmal euer Aquariumwasser nehmt und da mal reinguckt, ähm, dann seht ihr ganz schnell, wie weiß oder wie gelb euer Wasser tatsächlich ist. Das ist eigentlich so das Einzige, wo ich, wo ich jetzt sagen könnte, okay, daran sehe ich, ob die Kohle funktioniert oder nicht. Und wenn es wieder gelblicher wird, dann müsste die Kohle ja eigentlich ähm, dann dementsprechend verbraucht sein. Also in der Regel wird gesagt, wenn ich Kohle im Dauereinsatz habe, maximal 14 Tage, pi mal Daumen, dann sollte sie rausgeholt werden. Kleiner Einwand noch hinterher, ich habe da was vergessen, richtig. Ich hatte ja gesagt, äh, Aktivkohle und UVC ähm, hat was mit den Gelbstoffen zu tun. Und zwar, je gelber das Wasser ist, wie eben schon gesagt, kommt das Licht natürlich auch schlechter durch. Und dementsprechend kann es auch die Wirksamkeit einer UVC beeinträchtigen. Im geringen Maße, aber sie wird beeinträchtigt. Heißt also im Umkehrschluss, wenn wir Aktivkohle einsetzen oder ein Ozongerät, um somit die Gelbstoffe äh, aus dem Wasser herauszuziehen, wird natürlich dann auch das Wasser klarer und unsere UVC kann dementsprechend besser arbeiten und effektiver arbeiten. Das nur als Nachtrag hinterher. Ja, das nächste, was wir haben, wäre dann das Phosphat den, oder den Phosphatabsorber und da kommen wir dann jetzt gleich zu. Ja, Phosphat, das ewige Spiel, das ewige Problem. Wir sehen das Ganze jetzt mal in Zusammenhang mit dem Nitrat und der Filterung. Ich habe ja eben schon gesagt, je nachdem wie es wie eine Filterung aufgebaut ist oder wie ein Becken generell aufgebaut ist, muss ich schauen, dass ich auch meine Filterung anpasse. Habe ich jetzt ein Becken, was nährstoffreich ist, dann empfiehlt es sich natürlich Dementsprechend eine Filterung im Vorfeld so aufzubauen, dass sie mir die Nährstoffe und die Grundlage der Nährstoffe aus dem Wasser herauszieht. Das geschieht im großen Teil natürlich mit dem Nitrat, aber auch im kleinen Teil mit dem Phosphat. Das heißt, wenn ich eine, einen Fließfilter einsetze, hole ich mir natürlich auch die Grundlage für das Phosphat ein kleines bisschen aus dem Wasser. Genau das gleiche Spiel über den Abschäumer. So, sollte das jetzt aber nicht funktionieren, muss ich natürlich zu gewissen Mitteln greifen, die ich entweder dauerhaft einsetze, weil ich dauerhaft, ich sage jetzt mal, einen hohen Eintrag habe ähm, durch Futter, in der Regel komme ich gleich zu, oder ich muss halt hingehen und wenn ich, eine, wenn ich ein Becken habe, was ich dementsprechend... Nährstoffarm habe, wie zum Beispiel Epo-Riefbecken die natürlich an den Werten ziehen, dann ist es so, dass ich meine Filterung dementsprechend umstrukturieren sollte, so wie ich das da unten aufgebaut habe mit, diesen, ähm, mit den Wattefiltern oder Filterpatronen. Dann ist natürlich, ich sage es mal, die Nährstoffproduktion allgemein, das ist jetzt verallgemeinert, nicht nur aufs Phosphat bezogen, äh, definitiv besser. Da muss man jetzt noch mal drauf achten. So habe ich jetzt aber die Problematik, dass ich einen relativ großen Fischbesatz habe, den ich natürlich dementsprechend auch versorgen muss. Dann habe ich auch einen relativ hohen Eintrag früher oder später durch Phosphat. Wie kann ich das unterbinden? Beim Frostfutter, was ich einsetze, kann ich hingehen und das Frostfutter dementsprechend spülen und Somit dann ein Großteil der eingefrorenen ich mal, Flüssigkeit, die schon im Vorfeld Phosphat enthielt oder äh, Phosphor enthielt, kann ich dann dementsprechend rausspülen. Das Futter an sich hat natürlich auch einen gewissen Teil. Da kommt dann wieder ins Spiel, wie füttere ich. Zum Thema wie füttern müsste ich mir nochmal nachschauen. Äh, sollte eigentlich auch schon ein Teil dementsprechend da sein. Blende ich euch ein, wenn er da sein sollte. Ansonsten kommt unten ein Text, äh, habe ich oder habe ich nicht. Ähm, grundsätzlich sollte ich hingehen und das Futter so ins Becken bringen, dass es innerhalb, das ist mein, meine Meinung, innerhalb von einer Minute nach Möglichkeit alles verputzt ist. Alles, was mehr ist in dieser Zeit, setzt sich irgendwo im Riff ab und kann dann dementsprechend. Äh, ja, entweder vor sich hingammeln oder sorgt dafür, dass dann eure ich sag jetzt mal, entsprechenden Tierchen, die für den Abfall ja, da wachsen, wie zum Beispiel Borstenwürmer, dann dementsprechend ein Paradies finden und sich dementsprechend vermehren. Heißt also im Grunde grundsätzlich, wenn ich zu viel fütter, dann füttere ich auch die Sachen, die ich gar nicht füttern möchte, weil ich sie dann dementsprechend dadurch großziehe. Heißt also auch, wenn ich zu viele Bostonwürmer drin habe, dann haben die auch in irgendeiner Form eine Grundlage. Wenn diese Grundlage da ist, heißt das, ich füttere wahrscheinlich zu viel oder irgendwas anderes an Abfallstoffen, davon leben die. Ist das Material nicht da, geht auch die Population zurück. Grundsätzlich sind das aber sehr nützliche Tiere. Sage ich aber äh, jetzt nichts weiter zu, weil das ist nicht unser Thema. Ähm, ja, Thema Füttern. Wenn ich zu viel füttere. Dann habe ich natürlich auch dementsprechend viel Eintrag und wenn dieses Futter dann nicht verarbeitet wird, dann habe ich auch dementsprechend höhere Werte im Becken und muss dafür sorgen, dass sie runterkommen. So, jetzt ist es bei mir im äh, Eporiefbecken momentan so, dass ich einen entsprechenden Eintrag habe. Ich gehe hin und wasche im Moment mein Futter nicht. Also das Eporiefbecken braucht natürlich Phosphat, klar, logisch, oder verbraucht es und... Dieses Phosphat, was ich einbringe, muss ich in irgendeiner Form steuern. Weil, ich sage jetzt mal, die Futterchargen sind mal was besser, die sind mal was schlechter. Ähm, dann haben sie vielleicht mal ein bisschen mehr Phosphat, ein bisschen weniger Phosphat. Und ich steuere das Ganze über meinen Wirbelbettfilter und gleichzeitig über den Phosphatabsorber. Weil mein Becken ist im Endeffekt jetzt ähm, so weit, dass es stabil ist. Das heißt, ich bringe entsprechend Material durchs Futter ein. Nicht nur durch mein äh, Frostfutter, sondern ich füttere auch dreimal täglich noch einen kleinen Anteil an Flockenfutter, damit äh, meine Farbenwasche und Chromis dann dementsprechend auch versorgt sind. Und somit kommt natürlich eine Menge an Phosphat rein. Was ich aber einerseits nicht verbrauche, beziehungsweise was das Becken auch nicht abbaut, da ist ja auch äh, das Epo, was ich habe eine schon etwas feinere Körnung hat und nicht so die entsprechende Masse an Oberfläche äh, hat zum Thema Oberfläche und ähm, entsprechenden ich sag's mal Abbau von Nährstoffen komme ich nachher nochmal drauf zu so ich habe bisher eingesetzt Diakat B und ähm, war damit eigentlich auch recht zufrieden ähm, grundsätzlich müsste ich jetzt lügen um zu sagen, was, was jetzt im Endeffekt besser ist oder nicht, äh, kann ich gar nicht sagen, weil grundsätzlich haben wir mit, mit Phosphatabsorbern immer die Problematik, ja, wie lange hält er denn? Ja, der hält so lange, bis euer Phosphatwert wieder steigt. Ganz einfache Sache. Das heißt, ich packe den rein, habe meine Einstellungen an meinem Wirbelwettfilter oder an meinem Filtersäckchen, wo ich ihn hinpacke, beobachte dann so zwei, drei Tage meinen Phosphatwert, wo er hinwandert und. Schaue, dass ich mir dann dementsprechend ich mache es so. Ich regel das ganze über die Durchflussmenge des Filters, dass ich dann dementsprechend merke, wenn ich zu viel oder wenn mein Phosphatwert zu hoch ist. momentan habe ich eine angezeigte 26 ist ungefähr eine 0,08 beim Hanna Checker und wenn ich merke es geht zu schnell zu weit nach oben, dann erhöhe ich den Durchfluss etwas. Und wenn ich merke, es passiert gar nichts mehr aufgrund der Tatsache, dass er vielleicht voll ist oder dass ich dementsprechend, ja, dass er gesättigt ist, dann muss ich halt hingehen und den Phosphatabsorber austauschen. So, jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, dass es bei mir im Becken so drei bis vier Wochen ungefähr dauert, bis ich den austauschen muss. Jetzt gehe ich mal hin, habe natürlich auch bei Aquamedic nochmal angefragt, den habe ich dann auch schon mal vorgestellt. Hier das Antiphos von Aquamedic auf Eisenbasis. Ähm, den habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Video dazu gibt es auch da oben. Das ist ein Absorber auf Eisenbasis, genauso wie das Diakat B, soll aber in Anführungszeichen eine sehr hohe Aufnahmefähigkeit haben. Ob das jetzt dementsprechend so ist oder nicht, werde ich euch dem auch zeigen bzw. darüber berichten. Ich werde das jetzt genauso wie die Kohle einsetzen, um schauen. Wie, wird, wie verhält sich das im Vergleich zu dem Diakat B? Das Diakat B, was ich bisher eingesetzt habe, hatte ich noch eine Großpackung von da, eine Familienpackung. Die ist jetzt zu Ende gewesen. Hat aber auch den Vorteil gehabt, dass es mir einige Sachen aus dem Wasser noch zusätzlich herausgezogen hat, die ich nicht haben wollte. Beziehungsweise hat Sachen aus dem Wasser gezogen, die dann dafür gesorgt haben, dass ich zum Beispiel keine grünen Cyanus hatte. Beziehungsweise es sorgt auch dafür, dass diese verschwinden. Das aber auch nur im Zusammenhang damit, wenn man Phosphat hat. Das heißt also, wenn ich sowieso schon wenig Phosphat drin habe und habe grüne Cyanos, dann setze ich nicht noch Diakat B ein, um dementsprechend das Material rauszuziehen. Es ist nicht wirklich bewiesen, beziehungsweise ich, ich selber kann es nicht beweisen, warum, weshalb, wieso das so ist. Ich weiß es nur von. Mindestens sechs oder sieben leuten bei mir aus der Bekanntschaft, die haben Probleme mit grünen Cyanus gehabt, haben zum Glück auch Phosphat gehabt und ähm, sind dann hingegangen, haben die Diakart B eingesetzt und zwei oder drei Wochen später war das Thema grüne Cyanus durch. Aber nur die Grünen. Bei den Roten, das ist eine ganz andere Geschichte, äh, da brauchen wir jetzt nicht extra drüber reden. Wie gesagt, ich werde das Antifos jetzt hier mal testen, das heißt, ich schmeiße mein in Anführungszeichen günstigeres Material raus die AKB und die Kohle und wird dann dementsprechend ähm, das Antifoss und die, das Carbolite von Aquamedic mal einsetzen und schauen, was kommt dabei herum. Ähm, ist da ein großer Unterschied zu merken, weil es ist ja im Prinzip darauf ausgelegt, dass es viel Material rauszieht, es ist darauf au ausgelegt, dass es effektiver ist und wie effektiv das Ganze ist, werden wir dann sehen. Ja, ihr seht alles in allem. Ist es so, dass die Filterung auf das entsprechende Becken angepasst sein muss. Nicht immer ist das Neueste, das Beste, auch das Richtige, was man fürs Becken braucht. Ihr seht selber oder habt gehört von mir, was man beachten sollte, worauf man zu achten hat. Und dementsprechend nochmal ein kleines Resümee. Also ich fasse nochmal eben zusammen. Grundsätzlich ist es so, wenn ich ein nährstoffreiche Becken habe, dann ist zum Beispiel eine mechanische Fließfilterung schon mal recht ratsam, weil sie dementsprechend Material rauszieht ähm, und diese dem Wasser dann auch schon komplett entnommen wird und somit nicht mehr biologisch aktiv sein kann. Ähm, habe ich Becken, die wenig Nährstoffe haben, dann ist es ratsam oder aus meiner Sicht ratsam, dass äh, eine Filterung eingesetzt wird über Schwämme bzw. über Watte. Grundsätzlich ist eine mechanische Filterung ratsam, um Schwebestoffe aus dem Wasser herauszuziehen, um somit klares Wasser zu kriegen und den nachfolgenden Filtersystemen die Arbeit zu erleichtern. Grundsätzlich äh, der Abschäumer es dann leichter und natürlich auch ein Wirbelbettfilter äh, hat es sehr viel einfacher, beziehungsweise das entsprechend eingesetzte Material, was ich in diesem Filter drin habe, äh, hält länger. Wenn ich jetzt im Vorfeld keine mechanische Filterung einsetze, dann ist natürlich der ganze Schmodder, der ganze Dreck, die Schwebstoffe sammeln sich unten irgendwo im Becken, durchlaufen unter anderem wahrscheinlich den Wirbelbettfilter und lagern sich dann an unseren entsprechenden Filtermedien an. Bei längerer, beim längeren Einsatz von Kohle ist es halt so, dass sich dann relativ zügig entsprechende Biofilme auf der Kohle selber bilden und die Kohle einerseits zwar noch absorbiert, aber nicht in dem Maße, äh, wie sie eigentlich sollte. Heißt also, solche Filtergeräte sollten grundsätzlich in einem Klarwasserbereich stehen. Die entsprechenden Filtermedien, die man dann einsetzt, ähm, ob das jetzt Kohle ist, ob das ähm, der Phosphatabsorber ist. Es gibt noch zig andere Sachen, die ich jetzt hier nicht aufgezählt habe, die ich ähm, aus Erfahrung jetzt nicht sprechen kann, weil ich versuche hier nur das weiterzugeben, was ich auch weiß, was ich, womit ich gearbeitet habe. Und ähm, es gibt natürlich noch zig andere Sachen. Ähm, die biologische Filterung. Beziehungsweise das biologisch Umsetzen von Nährstoffen äh, findet ja einerseits bei uns im Aquarium statt. Wir haben aber auch zusätzlich noch die Möglichkeit, zusätzliches, zusätzliches äh, Besiedlungsfläche zur Verfügung zu stellen. In Form, pff, es gibt genug Sachen hier, äh, Siporax-Röhrchen oder sowas, ähm, Bio-Balls, alles Möglichkeiten mit viel, viel Oberfläche, um dementsprechend viel, Material bzw. viel Siedlungsfläche den Bakterien zur Verfügung zu stellen, hat im Endeffekt dann den Hintergrund, dass ich natürlich dann auch, wenn ich viel Siedlungsfläche habe, auch viel Material aus dem Becken herausziehe. Siehe Eporif. Eporif, erste Generation, hatte ja extrem viel Siedlungsfläche, also muss ich viel reinpumpen an N und P, ähm, Nitrat und Phosphat, damit einerseits natürlich noch was für unsere Korallen überbleibt. Heißt im Umkehrschluss jetzt mal ganz doof gesagt, wenn ich jetzt schon ein nährstoffarmes Becken habe, sollte ich natürlich auch darauf achten, nicht unbedingt noch was einzusetzen, was mir die Nährstoffe noch mehr in den Keller zieht. Ob das jetzt ein Fließfilter ist, ob das jetzt, ich sag mal Zeolith zum Beispiel ist, das holt mir ja auch Material raus. Und so muss man dementsprechend das Filtersystem auf das laufende Becken einstellen. Also ist es nicht unbedingt sinnvoll zu sagen, okay, ich baue jetzt das Becken auf und ich will auf jeden Fall einen Fließfilter haben. Man weiß ja aus meiner Sicht her gesehen äh, nicht wirklich, kann ich den Fließfilter überhaupt vernünftig einsetzen oder zieht er mir äh, denn dementsprechend viel Material raus. Das ist eine Sache, die sich eigentlich erst im laufenden Betrieb herausstellt, wenn das Becken einigermaßen eingefahren ist. Vorher kann man natürlich, ich sage jetzt mal vorübergehend, erstmal über Watte filtern, die man regelmäßig auswäscht. Somit hat man keinen hohen Eintrag ins Becken. Und dann ist in meinen Augen erst der Punkt gekommen, wenn ein Becken vernünftig eingefahren ist und läuft und ich sehe, okay, ich habe jetzt extrem viele Nährstoffe, jetzt könnte ich vielleicht hingehen und das Filtersystem umstellen, weil ich das möchte und weil es sinnvoll ist. Aber direkt von vornherein zu sagen, ich sage es mal ganz extrem: Ich baue mir ein Eporiefbecken auf, setze einen Fließfilter ein, ähm, habe gleichzeitig noch, äh, ich sage es mal, ähm, Zeolit oder anderes Material, was mir dann dementsprechend die ähm, Nährstoffe nach unten zieht. Und in irgendeiner Form setze ich noch zusätzlich ganz viele Bakterien ein, die mir dann auch die Nährstoffe runterziehen. ziehen. Das ist eine Potenzierung, ähm, ja. Der entsprechenden ich sag mal, Filterung, die ganz extrem nach hinten losgehen kann. Dementsprechend also solltet ihr immer darauf achten, was will ich mit der entsprechenden Filterung erreichen. Und dementsprechend dann das Ganze so aufbauen. So, das Ganze ist jetzt hier ziemlich lang geworden, mal wieder. Ich denke, ich habe dann zwei Teile daraus gemacht. Und ähm, ich hoffe, ich konnte euch mein Prinzip der Filterung und mein Verständnis vom Einsatz von Absorbern bzw. Kohle äh, ein wenig näher bringen, wie eine Filterung aufgebaut sein sollte. Wie gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten. Immer darauf achten, was will ich damit erreichen. Und ja. Ich würde mal sagen, ich habe wirklich jetzt genug gequatscht und solltet ihr noch Fragen, Anmerkungen, Anmerkungen oder Ähnliches haben, schreibt es mir doch runter in die Kommentare. Es gibt doch natürlich zig andere Möglichkeiten zu filtern, es gibt zig andere Möglichkeiten, sein Becken noch schöner hinzukriegen und dementsprechend den Korallen was Gutes zu tun. Immer darauf achten, wenn ich irgendwas einsetze, was will ich damit erreichen? Das ist eigentlich Grundsatz Nummer eins. Was erreiche ich tatsächlich damit? Und wenn man das beachtet, kommt man eigentlich schon relativ weit. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hier schaut. Ich hoffe, ich konnte euch eine Kleinigkeit zum Thema Filterung weiterbringen bzw. näher bringen. Und äh, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Weimar. Ciao.